Schöner Panzer. Ist er kaputt. So, was will der? Ja, die BMPs sind Schützenpanzer. Sind auch ganz gute Panzer, deshalb sind die auch immer noch im Einsatz weltweit. Natürlich Kampfwert gesteigert, genauso wie die ihre quasi Cousins, die BTR Radpanzer. Ach, da sind noch welche. Ja, was soll ich denn machen? Da ist ja nicht mehr Platz. Das Ding ist voll. Ah, ich sollte, der Ausbilder sind an Bord, sind echt nur die. Okay. Und jetzt? Das sind schon geile Tonner, die Urallastwagen. Das sind schon fette Viecher. Flüssiger Übergang zur nächsten Trainingszone. Auch schick.
Finde ich aber auch interessant, dass die erst in Schussposition gehen müssen. Oh. Schönes Bodenunterstützung. Ach, das muss man den Sowjets lassen. Die hatten wenigstens anständiges Material und davon auch genug. Moment, wie drehe ich denn die Kamera eigentlich? Das habe ich jetzt... Toll. Tastenbelegung kennen wir hier nicht, ha? Was habe ich denn gedrückt, dass ich Pause habe? Ah, Leertaste. Ah, okay. Die Maus, das Mausrad gedrückt halten und dann kann ich drehen. Ah, alles klar. Schicken wir mal die Hind ins Spiel. Das Spiel muss ich euch auch noch zeigen. Es gab mal einen richtig geilen Hubschrauber-Kampfsimulator mit der Hind. Die habe ich sehr gern gespielt. Heute kriege ich wahrscheinlich Augenkrebs, wenn ich die Optik sehe. Die Grafik. Aber damals in den 90ern habe ich das voll gern gespielt. Immer noch ein sehr guter Kampfhubschrauber. Gut bewaffnet, sehr solide. Was die Hind da ausstößt, das ist nicht irgendwie Munition, die nicht explodiert, also Granaten oder sowas. Das sind Täuschkörper. Die Mujahideen wurden von den Amerikanern mit Luftabwehrraketen ausgestattet. Den frühen Stinger oder Vorläufer-Stinger, dann noch mit Stinger. Und das hat den sowjetischen Flugzeugen und Hubschraubern schwere Verluste zugefügt. Und deshalb haben die bei Angriffen auf Mujahideen, Außenposten und Stellungen massiv Täuschkörper eingesetzt, um einfach diese Luftabwehrraketen zu abzulenken. Also ich würde einfach mal behaupten, dass es das darstellen soll, die Täuschkörper. Aber interessant, dass er nur seine Bordkanone einsetzt und nicht seine Raketen.
jetzt setze die Raketen ein. Also, geht doch. Dass das hier mal von, dass das mal hier vorangeht. Haben ja die ganzen Tag Zeit, so ein Dorf zu zerstören. Ja, das Spiel gefällt mir. Das macht einen sehr guten Eindruck. Sehr, sehr dicht, sehr detailliert quasi in, auch neben, zum Mikromanagement-Bereich. Aber cool, ich kannte das gar nicht. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es dieses Spiel gibt. Ich kenne die diversen Zweiten Weltkriegs-Varianten. Ja, hier Blitzkrieg und hast du nicht gesehen, wie die alle heißen? Company of Heroes, Man of War und sowas. Hier dann natürlich die Command Conquer-Familie. Aber ich dachte immer, ich hätte die meisten Echtzeit-Strategiespiele, die mit militärischen, also militärhistorischen Szenarien arbeiten, irgendwie auf dem Schirm. Wobei Command Conquer, ja, Generals, bisschen, aber der Rest ist ja eh Fantasy, aber ja, coole Sache. Ja, das hat er nicht hingekriegt. Und jetzt? Dummes Gesicht, ein guter Eindruck. Schicken wir halt die Bodentruppen hin. Ja, stell ich mal jetzt an, ihr müsst aber schaffen. Schicken wir euch halt hin, macht ihr halt den Rest kaputt. Mir doch egal. Habt ihr euch festgefahren? Ja, war. Oh, Minenfeld. Bin ich mal gespannt. So ist ein Thema. Ja, egal. Der Ural ist ja gnadenlos durchgewalzt. Das hat mir jetzt nichts großartig ausgemacht. Der BMP in Unterstützung mit der Infanterie sollte eigentlich die restlichen Gebäude auch wegmachen. Großartig Widerstand sollten wir da eh nicht stoßen. Das ist sowieso nur so ein... Ich glaube, ich habe sogar ein Spiel, wo ich Urallaster fahre. Ich könnte schwören, ich habe irgendwie so ein Simulator oder Arcade-Simulator, ich weiß nicht genau, wo ich so Sowjetfahrzeuge und dann auch den Ural fahre. Ich muss mal gucken. Früher oder später finden wir das auch und dann spielen wir das auch fest. In Fakt, wir gehen sehr schief. Gut, Kinder. Anhalten. Jawohl. Aussteigen. Nützlich machen. Wer hat das denn fertig gebracht? Ist der ernsthaft noch Widerstand? Oh, der ist ja Friendly Fire. Ach, der ist von Friendly Fire getroffen worden. Gibt's hier irgendeiner mit einem Sunny Pack? Komm Leute, irgendeiner von euch muss doch hier seine Hitzausrüstung haben. Okay, hat er den gerade platt gefahren. Hm.
Tja, ich sehe aber keine Ziele mehr. Понял, выполняю. Есть!